Ich darf den nächsten Referenten vorstellen, das ist Herr Christopher Mensching. Christopher Mensching hat nach dem Abitur zwischen 90 und 92 zunächst eine Banklehre absolviert. Und ich darf ihn wörtlich zitieren: Da habe ich doppelte Buchführung gelernt, war zwar eher langweilig, aber nur dank der Banklehre hatte ich das notwendige Rüstzeug, um die Chiralgeldschöpfung irgendwann endlich verstehen zu können. Zitat Ende. Ja, das erinnert mich an ein zweites Zitat von Gunnar Heinzorn, der vielleicht dem einen oder anderen was sagt, der mal gesagt hat: Der Banklehrling weiß, wo das Geld herkommt, der Volkswirtschaftsprofessor weiß es nicht. Und er konnte das natürlich leicht sagen, weil er eine Professur für Soziologie innehat und nicht etwa für Ökonomie innehatte, muss ich sagen. Ja, Herr Mensching hat dann Jura studiert, 1997 erstes, 1999 zweites Staatsexamen abgelegt und war anschließend DFG-Stipendiat im Rahmen des Graduiertenkollegs Rechtsfragen des europäischen Finanzraums an der Uni Bonn. 2001 folgte die Promotion zu einem Thema im Bereich des Finanzdienstleistungs- und Verbraucherschutzrechts und er arbeitet jetzt seit 2001 als Wirtschaftsanwalt in Hamburg. Er ist neben seiner Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt Autor mehrerer juristischer Fachaufsätze und hat auch unlängst gemeinsam mit Josef Huber in der renommierten juristischen Zeitschrift für Rechtspolitik veröffentlicht mit dem Titel Plädoyer für eine monetäre Modernisierung. Und er ist seit Sommer diesen Jahres auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Monetative. Christopher Mensching hat aber auch in der Zeitschrift für Sozialökonomie veröffentlicht, denn er hat sich seit Mitte, Ende der 90er Jahre mit Fragen der Geldreform und der Bodenreform beschäftigt und ist dann folgerichtig irgendwann mal zur Zeitschrift für Sozialökonomie gekommen. Sie sehen, Thema Zins lässt uns nicht ganz los und in dem Zusammenhang sind wir uns dann auch persönlich begegnet, weil wir beide unabhängig voneinander um das Jahr 2005 herum zu der Schlussfolgerung gelangt sind, dass es erstens notwendig ist, in der sogenannten geldreformerischen Bewegung das Bewusstsein zu etablieren, dass wir nicht, wie nämlich dort typischerweise gedacht wird, bereits in einem exogenen Geldsystem leben, sondern dieses erst geschaffen werden muss und dass zweitens eben, weil dieses exogene Geldsystem erst geschaffen werden muss, eine notwendige Voraussetzung über die Bühne gehen muss und das ist dann eben idealerweise das Vollgeldsystem oder mindestens sowas Ähnliches. Und wir haben dann damals hier in Berlin eine Veranstaltung organisiert, da waren auch zwei renommierte österreichische Geldreformer zugange, namens Ernst Dorfner und Christoph Margreiter, der allerdings mittlerweile verstorben ist. Herr Klötze, Sie kennen die bestimmt auch beide gut. Sie sehen also immer dann, wenn es wichtig ist, sind natürlich die Österreicher unverzichtbar. Und wir haben dann damals auch gemeinsam in der Zeitschrift für Sozialökonomie veröffentlicht, natürlich mit dem Ziel, da irgendwann in der Hinsicht voranzukommen. Wir können da vielleicht auch noch drüber sprechen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass in der Schweiz fast alle, die sich mit geldreformerischen Gedanken tragen, Anhänger der Vollgeldidee ist. Und es wäre natürlich schön, wenn wir auch in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich und sonst wo auf der Welt, die in dem Sinne Schweizer Verhältnisse schaffen können. Ja, und damit es bald in die richtige Richtung vorangeht, hören wir jetzt erstmal was über das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Nicht, das ist ja ein Tabuthema, darf man nicht, ist ganz schlimm, schafft Inflation und so weiter. Was natürlich nicht gesagt wird, ist, dass es anstelle dessen eine Staatsfinanzierung durch die privaten Geschäftsbanken gibt. Und es scheint ja völlig unproblematisch zu sein, mindestens was die Darstellung in den Mainstream-Medien anbetrifft. Begrüßen Sie mit mir Christopher Mensching. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend zu Ihnen über ein hochaktuelles Thema sprechen zu können, nämlich das Thema das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank, Dogma oder Notwendigkeit. Das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank ist seit der Eurokrise und den verzweifelten Versuchen der EZB, die Krise irgendwie in den Griff zu kriegen, in aller Munde. Dies geht so weit, dass sich nunmehr sogar das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen muss, ob bestimmte Maßnahmen der EZB eine vom EU-Recht verbotene Staatsfinanzierung darstellen oder nicht. Ich spreche hier das sogenannte OMT-Programm an. All dies möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, dass wir dieses Verbot mal einer genaueren Betrachtung unterziehen. Ja, und ich lade Sie herzlich ein, mich dabei zu begleiten. Und damit Sie mir leichter folgen können, möchte ich Ihnen zunächst erstmal einen roten Faden an die Hand geben und dort meine Gedankenführung darlegen. Zunächst möchte ich Ihnen erstmal den Wortlaut und die Reichweite des Verbotes darstellen. Hier wurde schon von meinem Vorreferenten der Artikel 123a EUV genannt. Dort ist dieses Verbot gesetzlich geregelt. Danach möchte ich darauf eingehen, was bezweckt das Verbot überhaupt und wird sein Zweck erreicht. Als drittes werde ich der Frage nachgehen, warum der Zweck des Verbotes nicht erreicht wird. Ich nehme also hier die Antwort vorweg auf Frage 2. Der Zweck des Verbots wird nicht erreicht und das möchte ich näher darlegen, warum das so ist. Wir müssen uns dann in diesem Zusammenhang näher beschäftigen mit dem Mechanismus der Staatsfinanzierung durch Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken. Das werden wir uns einmal anschauen müssen, um zu erkennen, warum der Zweck des Verbots der Staatsfinanzierung durch die Notenbank nicht erreicht wird. Das Ganze werde ich dann kritisch würdigen. Und zum Schluss möchte ich dann auch noch mal auf den Untertitel meines Vortrags eingehen, nämlich ist das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank nun ein Dogma oder ist es eine Notwendigkeit? Jetzt wird es erstmal trocken. Jetzt müssen wir uns den Gesetzestext des Artikel 123 Absatz 1a EUV einmal anschauen. Keine Angst, danach kommt noch eine Kurzversion für Nichtjuristen. AEUV, das bedeutet Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Dort sehen Sie also folgendes Wortmonstrum. Das möchte ich einmal Ihnen kurz vorlesen. Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, im Folgenden als nationale Zentralbanken bezeichnet, für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten, und jetzt wird es spannend, sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Also viele Worte, man kann es auch einfacher ausdrücken. Im Ergebnis, was steht da drin in dem 123 Absatz 1 AEUV? Da steht Folgendes drin. Ja, zum einen ist es der EZB und den nationalen Zentralbanken verboten, der öffentlichen Hand der Mitgliedstaaten Kredite zu gewähren. Also weder der Bundesrepublik Deutschland noch dem Land Niedersachsen noch der Stadt Lüneburg darf die EZB oder die Bundesbank direkt einen Kredit gewähren. Das ist das eine. Das andere, der EZB ist es auch verwehrt, Schuldtitel und insbesondere Staatsanleihen unmittelbar von der öffentlichen Hand zu erwerben. Sie sehen, das Wort unmittelbar ist hier entscheidend. Das fand sich auch im Wortlaut wieder von Artikel 123 AEUV. Unmittelbar dürfen diese Staatsanleihen und Schuldtitel nicht von der öffentlichen Hand erworben werden. Man bezeichnet das auch als das sogenannte Verbot von Primärmarktkäufen. Jetzt wollen wir uns mal kurz überlegen, welche Konsequenzen hat das? Welche Konsequenzen hat das Verbot von Primärmarktkäufen? Ein Staat, der Geld braucht und eine neue Anleihe platzieren möchte. Ja, was macht er? Er kann nicht auf die Hilfe der EZB hoffen. Also Herr Schäuble kann nicht bei Herrn Draghi anrufen und sagen, ich brauche Geld. Das kann er sich sparen, weil es eben ausdrücklich verboten ist. Der Staat muss sich stattdessen über die Kapitalmärkte finanzieren. Dabei muss er sich den Gesetzen des Marktes unterwerfen. Ja, und er muss gegebenenfalls erhebliche Zinsen zahlen. Wir sind also wieder beim Zinsthema, wenn die Märkte Zweifel an seiner Bonität haben. Das sind die Konsequenzen. Jetzt möchte ich noch kurz einen weiteren Begriff einführen. Hier war die Rede von Primärmarktkäufen. Es gibt auch
ein Sekundärmarkt. Ich möchte das kurz gegenüberstellen. Ein Primärmarkt, das ist der Markt für den Erstabsatz neu ausgegebener Staatsanleihen. Also Staatsanleihen, die neu platziert werden, werden am Primärmarkt ausgegeben, der sogenannte Emissionsmarkt. Es gibt demgegenüber auch noch den Sekundärmarkt, auch Umlaufmarkt genannt. Das ist der Markt für bereits im Umlauf befindliche gebrauchte Wertpapiere quasi, also gebraucht im übertragenen Sinne. Da werden Wertpapiere aller Laufzeiten gehandelt mit den unterschiedlichsten Zinssätzen. Und wichtigster Sekundärmarkt ist die Wertpapierbörse. Jetzt ein wichtiger Punkt. Ja, Sekundärmarktkäufe sind anders als Primärmarktkäufe nicht verboten. Diese fallen also nicht unter das Verbot des 123 AIUV. Sie erinnern sich, es stand ja das Wort unmittelbar dort. Das betraf nur die Primärmarktkäufe. Sekundärmarktkäufe sind zulässig. Was bedeutet das? Ja, es bedeutet im Ergebnis, dass die EZB in das Marktgeschehen eingreifen kann. Sie kann den Kurs, indem sie eben Staatsanleihen kauft auf dem Sekundärmarkt, kann sie den Kurs der betroffenen Staatsanleihen in die Höhe treiben. Und sie kann auf diese Weise, den Mechanismus kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, sie kann auf diese Weise die Umlaufrendite für Anleihen des betroffenen Mitgliedstaates senken. Jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn die Umlaufrendite zum Beispiel für spanische Staatsanleihen 5,1% beträgt, dann kann eigentlich der spanische Staat davon ausgehen, dass er eine neue Staatsanleihe vielleicht zu 5,15% oder 5,2% platzieren kann, also zu einem geringfügig darüberliegenden Zinssatz. Wenn man also die Umlaufrendite für gebrauchte Anleihen quasi, also für die umlaufenden Anleihen eines Staates senkt, kann man es auch dem Staat ermöglichen, sich günstiger zu finanzieren, wenn er neue Staatsanleihen begibt. Also das müssen wir uns merken. Durch solche Maßnahmen sinken auch die Zinsen, die der betroffene Staat auf neue Staatsanleihen zu zahlen hat. Das Ganze, ich weiß nicht, werden Sie vielleicht schon anhand der Zeitung verfolgt haben, das Ganze ist nicht ganz unproblematisch. Es gibt also da eine Riesendiskussion unter Ökonomen, ob Sekundärmarktkäufe der EZB möglicherweise auch eine Form der verbotenen Staatsfinanzierung darstellen. Das Ganze wird insbesondere diskutiert im Zusammenhang mit dem sogenannten OMT-Programm der EZB. Das hat äußerst kontroverse Diskussionen unter Ökonomen hervorgerufen, man könnte auch sagen Glaubenskriege. Was steckt dahinter? Dahinter steckt eine Ankündigung von EZB-Chef Mario Draghi. Der hat gesagt, ja, die EZB wird jetzt intervenieren, wenn Anleihekurse bestimmter Staaten darauf schließen lassen, dass hier ein Marktversagen stattfindet und die Refinanzierung dieser Staaten gefährdet. Spannend, auch aus juristischer Sicht, und da bin ich wirklich sehr, sehr neugierig. Auch das Bundesverfassungsgericht muss sich jetzt mal mit diesen Fragen beschäftigen. Sie werden der Zeitung entnommen haben. Es laufen derzeit Verfassungsbeschwerden gegen die Ratifikation des ESM-Vertrages. Letztes Jahr gab es eine Eilentscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht das im Ergebnis erstmal mehr oder weniger durchgewunken hat. Jetzt bald wird das Gericht aber seine endgültige Entscheidung treffen. Und da muss sich das Verfassungsgericht eben auch mit dem OMT-Programm beschäftigen. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich da aus der Affäre ziehen wird. Und häufig ist es ja so, früher hieß es immer, die Verfassungsrichter gucken nach Bonn bzw. nach Berlin. Was werden die in Bonn, was werden die in Berlin dazu sagen? Hier denke ich mal, wird das Verfassungsgericht sich überlegen, was werden die Märkte dazu sagen? So, welche Funktion hat jetzt eigentlich dieses Verbot? Ich habe mal verschiedene juristische Kommentare zum AIUV durchgeflöht und habe dort im Wesentlichen drei Funktionen entdeckt. Das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Zum einen soll es die Unabhängigkeit der EZB sichern, sprich Schutz vor politischem Druck, Schutz vor Anrufen von Herrn Schäuble bei Herrn Draghi quasi. Diese Anrufe kann er sich sparen, weil Geld von der Zentralbank nicht zu erwarten ist. Es ist verboten. Insofern ist es richtig, dieses Verbot schützt die Unabhängigkeit der EZB. Der nächste Punkt, der nächste Aspekt, der immer wieder auftaucht, ja, also dieses Verbot soll auch eine solide Haushaltspolitik fördern. Und zwar dadurch, die Argumentation ist, ein Staat, der unsolide wirtschaftet, muss höhere Zinsen zahlen. Das ist dann ein Anreiz, dass er sich am Riemen reißt und nicht so viele Schulden aufnimmt. Ob das so funktioniert, ist allerdings fraglich. Der Fall Griechenland zeigt ja, es hat nicht geklappt. Griechenland konnte sich immer sehr günstig finanzieren.
trotz hoher Schuldenstände. Und ich glaube, das ist ein nicht so ganz richtig, dass auf diese Weise eine solide Haushaltspolitik gefördert werden kann. Also theoretisch kann man die Gedanken nachvollziehen. In der Praxis hat es halt diesen Fall Griechenland nicht verhindern können. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Sinn und Zweck, der ja auch sehr naheliegend ist. Es soll der Einsatz der Notenpresse verhindert werden. Staatliche Defizite sollen eben nicht durch, in Anführungsstrichen, Gelddrucken finanziert werden, sondern eben das soll gerade verhindert werden, dass neue Zahlungsmittel entstehen. Das möchte ich hier auch nochmal festhalten, weil das ist jetzt ein wesentlicher Kern. Das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank soll verhindern, dass im Zuge der Finanzierung staatlicher Defizite neue Zahlungsmittel geschöpft werden. Neue Zahlungsmittel, das ist wichtig. Und die Frage ist, ja, klappt das denn? Klappt das denn? Meine Antwort darauf ist, achso, hier nochmal die entscheidende Frage, lässt sich das eigentliche Ziel des Artikel 123 Absatz 1 AEUV, nämlich zu verhindern, dass im Zuge der Finanzierung staatlicher Defizite neue Zahlungsmittel geschöpft werden, lässt sich das im bestehenden Geldsystem überhaupt verwirklichen? Meine Antwort auf die Frage ist nein. Und das möchte ich jetzt auch begründen. Ein wesentlicher Aspekt ist, naja, neue Zahlungsmittel, die entstehen auch dann, wenn Staatsanleihen am Primärmarkt nicht von der EZB, was die EZB ja nicht darf, wegen 123, wenn die also nicht von der EZB, sondern von Geschäftsbanken erworben werden. Auch dann entstehen neue Zahlungsmittel, auch darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Im Ergebnis findet somit statt einer Staatsfinanzierung durch die Notenbank, und das ist jetzt wichtig, statt einer Staatsfinanzierung durch die Notenbank mit neuem Zentralbankgeld, findet eine Staatsfinanzierung durch die Geschäftsbanken mit neuem Giralgeld statt. So, der Sinn und Zweck des Artikel 123 AEUV wird damit vereitelt. Jetzt werde ich versuchen, folgende Fragen zu beantworten. Warum entstehen neue Zahlungsmittel auch dann, wenn eine Geschäftsbank am Primärmarkt Staatsanleihen erwirbt? Diesen Mechanismus möchte ich etwas näher erläutern. Also, wie funktioniert der Mechanismus der Staatsfinanzierung durch Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken? Darauf möchte ich näher eingehen. Wenn ein Staat eine Staatsanleihe platziert, verkauft er diese nicht an Privatleute oder Unternehmen, sondern neue Staatsanleihen werden stets über einen ausgewählten Kreis großer Banken platziert. Ja, gibt es zwei Formen, wie man das abwickeln kann. Das eine ist, es wird über ein Girokonto des Staates bei einer Geschäftsbank abgewickelt. Die zweite Möglichkeit, ich werde beide Möglichkeiten gleich noch erläutern, die zweite Möglichkeit ist die Abwicklung über ein Zentralbankkonto des Staates. Schauen wir uns mal Möglichkeit 1 an. Abwicklung über ein Girokonto des Staates bei einer Geschäftsbank. Muss ich das so vorstellen, Herr Schäuble und die Deutsche Bank telefonieren. Die Deutsche Bank verspricht der Bundesrepublik Deutschland, eine neue Staatsanleihe abzukaufen und den Gegenwert auf einem Girokonto des Staates bei der Deutschen Bank gutzuschreiben. Plakativ ausgedrückt, ja, was, oder im Ergebnis bilanziell ausgedrückt, was findet da statt? Es findet eine Verlängerung der Bankbilanz statt. Wir haben auf der einen Seite, ist die Deutsche Bank reicher, um eine Staatsanleihe, sprich um eine Forderung gegen die Bundesrepublik Deutschland, und auf der Passivseite steht dann ein entsprechendes Sichtguthaben des Staates. Es ist eine Bilanzverlängerung und das ist nichts weiter in diesem Falle als eine Schöpfung von Giralgeld. Es werden also neue Zahlungsmittel geschaffen im Zuge der Finanzierung staatlicher Defizite. Und das ist genau das, was der 123 eigentlich verhindern möchte. Kommen wir kurz zur zweiten Möglichkeit. Man wickelt das über ein Zentralbankkonto des Staates ab. Da ist das Ganze etwas komplexer, ein bisschen komplizierter. Zunächst ist es ein reiner Aktivtausch. Also diese Fragen sind sicherlich nicht die spannendsten. Das hatte ja hier Thomas Beetz schon erwähnt. Das sind bilanzielle Fragen. Aber es ist eben in diesem Falle nur ein Aktivtausch in der Bilanz der Geschäftsbank. Die Geschäftsbank muss die Staatsanleihe mit Zentralbankgeld erwerben und sozusagen ein Aktivum vermindert sich. Dafür hat sie ein anderes, nämlich die Staatsanleihe auf der Aktivseite. Es ist ein reiner Aktivtausch. Da wird noch kein Geld geschöpft. Aber in der Folgezeit kommt es zu einer Geldschöpfung.
Der Staat hat sich ja dieses Geld beschafft, weil er es braucht. Das heißt, er wird es ausgeben. Und es wird somit in der Folgezeit zu einem Zufluss des Zentralbankgeldes an den Bankensektor kommen. Und das führt dann hinterher doch wieder zu einer Verlängerung der Bankbilanzen. Und wir haben wieder die Giralgeldschöpfung. Jetzt möchte ich ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt diesen Sachverhalt gesehen. Wie ist er zu bewerten? Wir haben festgestellt, im Zuge von Primärmarktkäufen von Staatsanleihen wird von den Geschäftsbanken neues Geld, Giralgeld, geschöpft. Damit tun Geschäftsbanken das, was der EZB verboten ist. Sie finanzieren den Staat und schöpfen dabei neue Zahlungsmittel. Folglich kann die öffentliche Hand trotz Artikel 123 AEUV Geld drucken. Giralgeld, kein Zentralbankgeld natürlich. Und somit kann man 123 AEUV auch als ein Trugbild bezeichnen, weil er gleichsam durch die Hintertür seiner Funktion beraubt wird. Hinzu kommt auch noch, den Service der Staatsfinanzierung, wir sind wieder beim Zinsthema, lassen sich die Banken in Form von Zinsen vergüten. Man kann den Sachverhalt auf folgende Formel bringen. Der Staat erlaubt also den Geschäftsbanken, Giralgeld zu schöpfen, um sich dann gegen Zahlung von Zinsen in eben diesem Geld zu verschulden. Das ist der Sachverhalt. Man kann das Ganze auch etwas plakativer würdigen, wie zum Beispiel Herr Hixon, der hat es nämlich auf folgende Formel gebracht, gesagt, for the government to permit banks to issue money, borrow that money and pay interest on it is idiotic. Also, für die nicht-Englisch Sprechenden, dass eine Regierung Banken erlaubt, Geld zu schaffen, sich dann dieses Geld von ihnen leiht und dafür auch noch Zinsen zahlt, ist idiotisch. Und ich möchte jetzt hier auch noch zwei kritische Fragen aufwerfen zur Staatsfinanzierung durch Geschäftsbanken. Fragen, die wirklich einer dringenden Beantwortung bedürfen. Frage 1, trivial eigentlich. Was ist besser daran, wenn statt der Notenbank Geschäftsbanken das Geld schöpfen, mit dem der Staat seine Defizite finanziert? Das ist schlecht. Nächste Frage. Was ist besser daran, wenn die Zinsen, die auf aus dem Nichts geschöpftes Geld gezahlt werden, den Geschäftsbanken zufließen? Muss man sich auch mal stellen, die Frage, und man muss sich da auch immer bewusst sein, Zinszahlungen an die Notenbank, die würden über den Notenbankgewinn wieder an den Staatshaushalt zurückfließen und der Allgemeinheit. Denken Sie auch an das Disagio. Der kriegt nämlich nur 98 auf eine Anleihe von 100. Das heißt, schon bei Abkauf der Anleihe durch die Bank beim Staat, werden nur 98 an den Staat gegeben. Guter Punkt. Also das sind kritische Fragen, die man sich stellen muss. Und letzten Endes sollten wir uns die Frage stellen. Das ist eine Gelddruckmaschine für die Banken. Wir stellen uns die Frage, wie kann der derzeitige idiotische Zustand beendet werden? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ich habe mir mal so überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch drei oder vier. Ich habe nur zwei Möglichkeiten eruiert. Die eine Möglichkeit, man kann natürlich eine direkte Staatsfinanzierung durch die Notenbank für zulässig erklären. Wenn man das tut, braucht man, glaube ich, starke Nerven. Also wenn man sowas fordert, das ist äußerst kontrovers. Man muss befürchten, dass man geteert und gefedert wird oder als Inflationist beschimpft wird. Und ich möchte das natürlich auch gar nicht tun, denn es gibt einen eleganteren Weg. Man beendet die Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken. Und man führt eine sogenannte Vollgeldreform durch, haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Das Ganze ist eleganter und weniger kontrovers, weil nämlich eine direkte Staatsfinanzierung unzulässig bleibt. Das kann man vielleicht auch noch mal diskutieren, aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Und im Ergebnis würde auf diese Weise, und das ist wichtig, im Ergebnis würde auf diese Weise der Zustand herbeigeführt werden, den der jetzige Artikel 123 AEUV vergeblich zu schaffen versucht. Nämlich man verhindert, dass der Staat, dass im Zuge der Finanzierung staatlicher Defizite neue Zahlungsmittel geschaffen werden können. Ja, ich komme schon bald zum Schluss, wegen der Zeit.
Ich möchte eben noch mal darauf eingehen. Jetzt habe ich im Untertitel meines Vortrags diese reißerische Frage aufgeworfen, Dogma oder Notwendigkeit. Ich möchte Ihnen da gewisserweise durchaus die Antwort nicht schuldig bleiben. Ich möchte dabei allerdings differenzieren zwischen dem derzeitigen Geldsystem und einem Vollgeldsystem. Und jetzt betrachten wir mal die Frage, ist das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank im derzeitigen System eine Notwendigkeit? Zum Dogma kommen wir später. Ist es eine Notwendigkeit? Ich möchte die Frage beantworten, ist es keine Notwendigkeit? Warum sollte es eine Notwendigkeit sein im heutigen System? Es gibt keinen Grund, eine Staatsfinanzierung durch die Notenbank mit neu geschöpftem Zentralbankgeld zu verbieten, wenn gleichzeitig eine Staatsfinanzierung durch Geschäftsbanken mit neu geschöpftem Giralgeld erlaubt ist. Also solange das so ist, ist dieser 123a EUV keine Notwendigkeit. Wie wäre es in einem Vollgeldsystem? In einem Vollgeldsystem wäre das Verbot meines Erachtens eine Notwendigkeit. Warum? Warum? Naja, das kennen Sie alles. Notenbank erhält die volle Kontrolle über die Geldmenge. Die Geldmenge soll in einem Vollgeldsystem ausschließlich nach monetären und nicht nach fiskalischen Aspekten gesteuert werden. Regierung und Parlament haben der unabhängigen Notenbank keine Weisung zu erteilen. Und letzten Endes würde es nicht dazu passen, wenn der Staat in so einem System seine Defizite mithilfe der Notenbank finanzieren würde. So, jetzt habe ich diese Frage nach der Notwendigkeit beantwortet. Im derzeitigen System nein, in einem Vollgeldsystem ja. Wie sieht es aus? Ist das Verbot auch ein Dogma? Ach so, Moment, da gehe ich jetzt elegant drüber hinweg über diese Folie. Aus Zeitgründen, ist das Verbot ein Dogma? Ist ein Dogma? Ein Dogma ist eine feststehende Definition oder grundlegende normative Lehrmeinung, deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich festgestellt wird. Sprich, was fehlt? Es fehlt die Bereitschaft, die entsprechende Lehrmeinung in Frage zu stellen. Ja, jetzt muss man feststellen, wir haben die Eurokrise. Wir haben die Eurokrise und letzten Endes die Eurokrise bietet meines Erachtens durchaus Anlass dafür, dass man diese Lehrmeinung mal in Frage stellt. Und wir sehen jetzt ja letzten Endes, wie problematisch es ist, dass Staaten in der Krise, Irland, Spanien, Portugal, dass die kein Lender of Last Resort haben. Also sprich, die können nicht zur EZB gehen und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich muss enorme Zinsen zahlen, wenn ich mich über den Kapitalmarkt refinanziere, kann ich nicht ausnahmsweise mal bitte direkt bei der EZB meine Staatsanleihe platzieren. Das funktioniert nicht. Ja, also die Bereitschaft ist trotz der Eurokrise nicht vorhanden. Es ist keine Bereitschaft vorhanden, das Verbot in Frage zu stellen. Wir müssen uns halt, da bin ich schon drauf eingegangen, sehr spannend, weil das so ist, weil wir dieses Verbot haben, weil die Staaten kein Lender of Last Resort haben. Ja, deswegen erfindet die EZB ja diese ganzen Kunstgriffe, wie zum Beispiel das OMT-Programm, also die Ankündigung, im großen Stile Sekundärmarktkäufe zu tätigen. Also die EZB möchte quasi mehr oder weniger durch angekündigte Sekundärmarktkäufe, die sie dann wohl auch tätigen würde, meines Erachtens sind die bisher nur angekündigt worden, aber die Ankündigung hat schon ausgereicht. Die EZB möchte also durch Sekundärmarktkäufe den Zins, den Krisenländer für neu zu platzierende Staatsanleihen haben, quasi herunterpeitschen. Dann stellt man sich die Frage, ja, Sekundärmarktkäufe ja, Primärmarktkäufe nein. Warum? Warum? Der Sachverhalt ist doch letzten Endes vergleichbar. Wenn die Notenbank eine neue Staatsanleihe kauft, entsteht ebenso neues Zentralbankgeld, wie wenn sie eine Staatsanleihe auf dem Sekundärmarkt kauft. Daher würde ich sagen, über diese Fragen sollte man zumindest in der jetzigen Krise durchaus mal nachdenken. Und interessant und bemerkenswert ist, dass diese Bereitschaft zwar nach wie vor nicht vorhanden ist, aber hin und wieder sich doch der ein oder andere Ketzer mal aus der Deckung wagt. Zum Beispiel hat der Chef der britischen Finanzaufsicht, ADR Turner, der hat neulich dafür plädiert, dass eben im Ausnahmefall eben durchaus mal eine direkte Staatsfinanzierung stattfinden sollte. Darüber hatte das Handelsblatt auch berichtet und interessanterweise über der Überschrift zum Teufel mit alten Tabus.
Aber solange die Leute, die solche Forderungen stellen, mehr oder weniger als Ketzer und nicht als Kritiker behandelt werden, finde ich, kann man durchaus von einem Dogma sprechen, weil ein offener Diskurs ist letzten Endes nicht möglich. Gut, jetzt stellt sich die Frage, ich habe festgestellt, das Ganze trägt dogmatische Züge. Ich plädiere jetzt aber für einen pragmatischen Umgang mit diesem Dogma. Ich würde nämlich sagen, lasst uns doch einfach den Dogmatikern geben, was sie zur Aufrechterhaltung ihres Dogmas brauchen. Im jetzigen Geldsystem, haben wir gesehen, ist das Verbot der Staatsfinanzierung keine Notwendigkeit. Und man kann also sagen, dieses Dogma, das passt, braucht halt das richtige Geldsystem. Es passt nicht zum jetzigen System. Es braucht eine Geldordnung, die zum Dogma passt quasi. Und wir haben also mehr oder weniger einen Zustand, wo die Theorie nicht so richtig zur Wirklichkeit passt. Es wird also sehr hochgehalten, das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Man realisiert aber gar nicht, dass das reine Theorie ist und dass die Wirklichkeit anders ist, weil im derzeitigen System der 123 AIUV ausgehebelt wird. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Man ändert die Theorie oder man ändert die Wirklichkeit. Kann man auch machen, in bestimmten Fällen zumindest. Man kann es in unserem Falle tun. Wir können die Wirklichkeit an die Theorie anpassen, indem wir nämlich die Vollgeldreform durchführen, indem wir die Staatsfinanzierung durch die Realgeldschöpfung der Geschäftsbanken beenden, indem wir ein System schaffen, in dem der Staat seine Defizite nicht mehr durch Schöpfung neuer Zahlungsmittel finanzieren kann und indem wir den Zustand herbeiführen, den der Artikel 123 AIUV vergeblich zu schaffen versucht. Kommen wir zum Fazit. Fazit. Der Sinn und Zweck des Gesetzes, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, der lässt sich im bestehenden Geldsystem nicht verwirklichen. Bei der Finanzierung staatlicher Defizite werden in der Tat neue Zahlungsmittel geschaffen. Und so gesehen, die Theorie passt nicht zur Wirklichkeit. In einem Vollgeldsystem käme das Verbot der Staatsfinanzierung zu voller Wirksamkeit. Und in gewisser Weise könnte man auch daraus die politische Schlussfolgerung ableiten, wer das Verbot der Staatsfinanzierung haben möchte, ja, der möge doch bitte dann einfach die Vollgeldreform umsetzen. Das ist quasi eine Art Aufforderung, jetzt endlich die Vollgeldreform umzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, das war ganz toll. Sie sehen einmal mehr, an der Vollgeldreform führt kein Weg vorbei. Wir schreiten jetzt zur Diskussion. Also was ich während des Aufschreibens selber vielleicht noch sagen kann, ich fand es ja sehr interessant und natürlich auch interessant, diese Argumentation, nicht, die ja darauf basiert, das geht ja nicht, weil dann wird ja die Geldmenge ausgeweitet und dann gibt es Inflation. Das basiert natürlich auf der Vorstellung, dass wir bereits in einem exogenen Geldsystem leben, das geistert und gespenstert natürlich hier durch die Landschaft, nicht nur in der geldreformerischen Szene, aber auch dort selbst, sondern natürlich auch im Mainstream der Ökonomie und an den Hochschulen und so weiter. Genug der Vorrede, ich bitte um Wortmeldung. Bitte sehr, Herr Gude, um zu antworten. Ich habe auch darüber nachgedacht, was würde passieren, wenn man diese Bestimmung aufhebt. Und da entsteht ein interessantes neues Problem. Die Zentralbank kann dem Staat ja nur Zentralbank-Buchgeld schicken. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie da die LKWs mit Papiergeld rüberschickt. Und dieses Zentralbank-Buchgeld ist in der Realwirtschaft überhaupt nicht verwendbar. Die müssten das an die Geschäftsbanken geben, um von denen Giralgeld zu kriegen, das die erst kreieren müssen. Insoweit ist das, was Sie ausgeführt haben, ein doppelter Zwang zur neuen Geldordnung. Also das ist mir bisher auch nicht klar gewesen. Zentralbankbuchgeld ist eine Währung, die nur zwischen Banken und Bankenzentralbank gilt. Die wird in allen Lehrbüchern einfach ignoriert. Es wird so getan, als ob sie durchgereicht werden könnte an die Nichtbanken. Ist überhaupt nicht der Fall. Ich will also sagen, dass eine Aufhebung dieses Paragraphens keineswegs dazu führen würde, nicht mal dazu führen kann, dass die Staaten von der Zentralbank finanziert werden, weil dieses für sie unbrauchbares Geld ist. Mhm.
Nein, ich bin nicht sicher, ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert. Ich habe aber noch keine Lösung aus diesem Dilemma. Weil teilweise ich auch Großunternehmen. Sieht so aus, als wären die Banken, die privaten Banken, Geschäftsbanken nur für den Staat da, denn die machen ja auch noch was anderes. Und deshalb ist das nicht so einfach, denn dann ist diese Fragestellung, die wir auch hätten, ja nicht in dieser Art vorhanden, sondern man müsste fragen, natürlich gibt es einen Vorteil, ja, wenn man die Geschäftsbanken auskennt, aber gleichzeitig würde man sie durch die Vorreform auch für einen anderen Teil, für die größere Finanzierung der gesamten Wirtschaft auskriegen. Und dann schließt sich die Frage noch an, wen wollen wir, oder wen wollen wir überzeugen? Überzeugen wir da die Politik oder müssen wir nicht viel mehr, wie Sie das ja ausgeführt haben, an einer Stelle die Märkte überzeugen? Denn diese 5,4 Milliarden Billionen, die da irgendwo gespart würden oder frei würden, die braucht ja die Wirtschaft. Und das ist ja gar nicht garantiert, dass die zum Beispiel nun im Euroraum bleibt. Ja, es ist ja so, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, sondern es gibt ja auch noch andere Räume. Und die würden durch ihre Mechanismen eine solche Reform auslösen. Das heißt, wir müssen weltweit die Märkte überzeugen, nicht nur die europäischen Märkte, um solche Reformen zu machen. Also, was ja das die Reform erreichen will, ist eben die Beendigung der Generalgesellschaft und der Geschäftsbanken. Und sie will erreichen, dass eben im Zuge der Finanzierung staatlicher Defizite keine neuen Zahlungsmittel entstehen. Aber dass der Staat, wenn er Defizite hat, die irgendwie finanzieren muss, das ist auch klar. Und dass er möglicherweise auch bei einer Bank dann einen Kredit aufnimmt, als bei einer Geschäftsbank. Das wird natürlich auch zukünftig stattfinden. Ja, sehr lobenswert, nur das ist eines die Medizin und was ist mit dem Nebenwirkung. Also mir ist nicht ganz klar, welche Nebenwirkungen Sie meinen. Also da habe ich Ihre Frage auch nicht ganz verstanden. Ja, eine Vollbildreform hat auch Konsequenzen. Ja? Und diese Konsequenzen betreffen ja die gesamte Weltwirtschaft und da gibt es sehr viel Geld anzulegen. Und das Geld, was heute angelegt wird, wird nicht wegen eines höheren Zinses angelegt, sondern es verlockt der Hebel. Und das ist ja der Grund. Es ist eine subventionierte Politik im Gange, von der alle gut leben können, von denen die Banken subventioniert werden und auch Teile der Wirtschaft. Und wenn man das jetzt einfach mal unterbricht, partiell für eine Region, dann wird sich dieses Kapital nicht ohne weiteres davon beschneiden lassen. Das ist so, es geht über den Vortrag natürlich hinaus, weil was Sie gemacht haben, ist völlig klar. Nur das ist eine schöne Medizin, da steht auf der Packung und auf der Rückseite steht es die Nebenwirkung drauf, die wir natürlich auch bedenken müssen. Das ist richtig, das ist immer mal klug, man soll es klug tun und das Ende bedenken. Und das ist ja das, was wir hier alle tun, insbesondere indem wir eben auch mal aufschreiben, wie so eine Währungsverfassung denn überhaupt auszusehen hat. Denn erst wenn man sich das bis in die letzten Einzelheiten klar gemacht hat, was alles zu bedenken ist, dann kann man da auch wirklich damit quasi an den Start gehen. Ja, vielleicht können wir diese Frage, die Herr Homburg gerade aufgeworfen hat, mit den internationalen Beziehungen mal zum Gegenstand eines extra Workshops machen. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Herr Kuderhus hat jetzt eine Frage aufgeworfen, beziehungsweise eine These formuliert, dass nämlich gleichsam unter den heute gegebenen Bedingungen dieses Verbot gleichsam wie soll ich sagen, also die Freigabe der Staatsfinanzierung dem Staat gar nicht viel helfen würde, ja, weil richtig, bekäme Zentralbank Buchgeld, mit dem man in Realmärkten nichts kaufen kann. Ja, da bin ich nicht sicher, weil also ob das wirklich so stimmt, also was stellt mir darunter vor, wenn was geschieht, also wenn der Staat auf sein Hauptkassen- oder Landeskassenkonto bei der Zentralbank, wenn das Reserven sind, die er da kriegt, und dann was passiert damit? Dann natürlich kann ich was kaufen, weil das geht ja im heutigen System, fließen dann diese Reserven auf das zu einer Bank, bei der die eigentlichen Empfängeradressaten ein Konto haben. Und dort kriegen sie ein Giroguthaben gut geschrieben, wie Sie gesagt haben, und die Bank empfängt die Reserven. Die Frage erhebt sich, was macht die Bank mit den Reserven? Gibt sie der Zentralbank zurück oder stellt sie damit Sachen an? Ich würde sagen, damit verdoppelt sich die Geldmenge. Ja. In dem Moment, wo das an die Geschäftsbank geht, muss die Giralmenge in gleicher Höhe und das legt die... Also das müssen wir jetzt auch noch im Detail weiter durch... Nein, das ist schon richtig, da steckt ein Problem drin. Aber dass der Staat mit dem Geld nichts anfangen kann, das kann man so nicht formulieren.
Ja, außerdem, ich habe da noch ein Erkenntnisproblem, muss ich sagen. Und zwar, ich erinnere mich an einen Austausch mit jemandem, der bei der Deutschen Bundesbank den Bundesbankmitgliedern erklärt, wie das funktioniert. Und er hat dann immer einen Unterschied gemacht zwischen dem Reservenkonto. Da hat er aber gesagt, Reserven sind ein altmodischer Ausdruck. Und dann hat er gesagt, ja, das Girokonto des Staates, ein Girokonto bei der Zentralbank. Und deswegen ist mir nicht so klar, ob, also was das, da habe ich eine Wissenslücke sozusagen. Ja, also die wollte ich ansprechen. Das ist ein nachdenkenswerter, notwendiger Tatbestand. So, so. Jetzt gehen wir mal aber davon aus, also meine eigene Meinungsbildung zu dem Thema mit dem Artikel 123.1 direkte Staatsfinanzen. Ich habe meine eigene Meinungsbildung verlief in einem gewissen Zickzackkurs. Als ich das Problem überhaupt erst erkannte, da war ich erstmal empört, so nach dem Motto Gelddruckmaschine und so. Und dann durch Diskussionen mit Ihnen, hier etliche der hier Anwesenden, wurde ich dann, kam ich ein bisschen wieder in die andere Richtung. Aber ich denke mir, mal angenommen, wir haben eine Vollgeldreform. Der Geldschöpfungsgewinn, der da entsteht, ist doch so hoch, dass man nicht einfach sagen kann, ja, das ist jetzt eine Seniorage, sondern die Gegner eines solchen Programms würden doch sagen, das ist in Größenordnungen, das ist kein Zentralbankgewinn mehr im herkömmlichen Sinne, sondern das ist ein fulminanter Beitrag zur Staatsfinanzierung. Und würden das von daher eben dann doch problematisieren unter diesem Aspekt. Nicht? Und dann muss ich sagen, also meine eigene, ich denke im Moment, aber meine Meinungsbildung ist noch nicht abgeschlossen, aber wieso hat man eigentlich auch die Kassenkredite verboten? Ja? Also es war bis zum Lissabon-Vertrag, war es in Deutschland gang und gäbe, dass die Kommunen und wer auch immer, die hatten bei der Zentralbank, bei der Landeszentralbank, so eine Art Überziehungskredit. Das nennt sich in der Amtssprache Kassenkredit. Also Schwankungskredit. Schwankungskredit. Der wird es auch geben müssen, in meinen Augen, sowohl für die Geschäftsbanken wie für den Staat. Ja, aber der ist verboten. Deswegen sind die Kredite, die kurzfristigen Kredite der öffentlichen Hand bei den Banken, Sparkassen, und die haben enorm zugenommen, weil sie das bei der Zentralbank nicht mehr kriegen dürfen. Und also das also in dem Entwurf steht längerfristig, genau aus diesem Grund, wohl überlegt, längerfristige Kredite und Finanzierung. Das ziehen wir auch bei Ihnen. Und damit ist in dem Kommentar gemeint, dass kurzfristige Schwankungszahlungen für die monatlichen Spitzen, Sie wissen, Gehaltszahlungen, unbedingt auch bei der Zentralbank, sowohl von den Geschäftsbanken wie vom Staat und Staatskassen zulässig sein müssen. Aber die müssen halt wieder runtergefahren werden. Ist mir aufgefallen, dass das bei Ihnen so stand. Und dann bleibt mir trotzdem die Frage, die für mich aber auch noch im Raum steht und weiterer Diskussion vielleicht bedarf, warum soll man grundsätzlich für bestimmte Umstände die Begebung von Staatsanleihen, warum soll das in einem Vollgeldsystem verboten sein? Es gibt doch Ausnahmesituationen. Nicht das Begeben von Staatsanleihen, aber wer sie kaufen soll. Ja, richtig. Und wenn aber, dass man die Summen, um die es geht, so groß sind, dass sie in einer bestimmten absehbaren Frist nicht aufgebracht werden können, was passiert dann? Also im Fall eines Erdbebens oder Meteoritens wird es wahrscheinlich gar nicht anders gehen, aber an dem würde ich nicht gerne schon bei der Verfassung denken. Ja, aber nein, was geschieht dann? Weil meines Erachtens gibt es dann Zwangsanleihen. Also, Alternative. Ja, also mir ist das nach wie vor nicht ganz klar oder plausibel, weil der Staat muss ja auch langfristige Infrastrukturvorhaben finanzieren und so weiter, die er nicht einfach aus dem regulären Steueraufkommen bezahlen kann. Da muss er zwangsläufig irgendwo einen langfristigen Kredit aufnehmen. Warum soll er das nicht dürfen? Und das ist ja nicht verboten. Das ist doch überhaupt nicht verboten. Er soll es bei den normalen Kreditgeber machen, der sich entscheidet, gebe ich dem Unternehmen oder gebe ich meinem Staat Geld zum Ausgeben. Und solange er das tilgen kann im Rahmen seiner erwartbaren Steuereinkommen, ist das ja alles in Ordnung. Mein Argument ist, diese Riesenentschuldung führt doch dazu, dass er mit dem
einlaufenden Steuern genügend Tilgungsvolumen hat und sich auch in dieser Richtung wieder mit neuem Spielraum auf den Markt begibt, auf den normalen Kreditmarkt. Ja, ja, solange das, was heute sekundär, also Sekundärkreditmarkt ist, also wenn praktisch nicht durch Primärkredit Giralgeld mal geschöpft wird, sondern bereits vorhanden ist, so Giralgeld am Sekundärmarkt weiterverliehen wird, so wie der Fonds finanzieren so, und so weiter, dann unterstellen Sie also, dass praktisch dieser, was heute Sekundärmarkt ist, dass der das grundsätzlich hergibt, auch sehr große Volumen. Ja, ja, tut er ja auch für Fusionen und so. Für Fusionen? Tut er das ja heute. Das weiß ich nicht. Das ist ein Riesentunnelfeld der Investmentbanken. Feindselige Übernahmen sind zu 95% fremdfinanziert. Und das beruht meines Erachtens auf Kreditgeldschöpfung und nicht auf Einsammeln von schon vorhandenen. Also diese. Wir haben ja nachher noch die große, allumfassende Diskussion. Und da genau. Und dann darf ich noch eine weitere Wortmeldung speziell zu Christopher Wenschig bitten. Ja, dann fahren Sie. Genau. Dass da nur das Wort unmittelbar in der Verfassung steht, ist das ein Zeichen von nicht zu Ende gedacht und die jetzigen Akteure nutzen das aus? Oder ist das von vornherein geplant worden? Im ersten Fall wäre es ein Zeichen dafür, dass man aufpassen muss. Im zweiten Fall hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Würde ich ganz gerne mal einschätzen. Also ich würde es so sagen, dass das eben ganz bewusst geschehen ist. Aber eben ganz bewusst. Sekundärmarktkäufe haben erlaubt. Das war eine bewusste Entscheidung. Das eine geht nicht, das andere geht. Damit die Banken ordentlich verdienen dabei. Ja, wenn man in der Konsequenz die Staatsfinanzierung unterbinden will, dann müssen beide Worte von vornherein drinstehen. Da will ich doch gar nicht die Staatsfinanzierung unterbinden. Der Staat muss sich irgendwo natürlich finanzieren. Entscheid ist, man will unterbinden, dass Defizite durch Geldschöpfung finanziert werden. Ja, durch die Zentralbank. Durch die Zentralbank, darum. Ja, bloß man hatte, also ich weiß nicht, es ist ja manchmal auch so, dass bestimmte Dinge vielleicht auch gar nicht im Blickwinkel des Gesetzgebers waren. Und hier im Wesentlichen, die Leute, die Gesetze machen, haben ja auch immer ein bestimmtes Vorverständnis. Und es ist ja so, dass viele Leute eben auch bestimmte Einzelheiten des Geldsystems noch nicht so richtig durchdrungen haben. Und wenn da die Vorstellung ist, Geld wird geschöpft von den Zentralbanken, dann schreibt man das eben so rein, wie es jetzt im 123 Reihen V steht. Also, wann wurde quantitativ Easing erfunden? Wann wurde QE erfunden? Vor etwa 20 Jahren in Japan, angeblich durch einen Deutschen namens Richard Werner. Der kommt aus Landshut in Bayern. Vielleicht hat man auch daran gedacht. Das ist ausgeschlossen, dass quantitative Easing. QE. Ach was, der Werner soll das erfunden haben? Ja. Dann die nächste, bitte sehr. Ja, Sie hatten vorhin erzählt, dass wenn der Staat neue Anleihen ausgibt, dass der Finanzminister dann zu dem Bankenkonsortium geht und dort dann die Anleihen platziert. War ein bisschen plakativ. Also meine Frage ist nur, warum kann der nicht direkt an Nichtbanken gehen? Muss das über diese Banken direkt gehen? Weil die Nichtbanken können ja scheinbar kein Geld schöpfen. Und da gibt es ja auch genug mit Geld. Also die Fonds, die Versicherungen, würden die das Geld nicht aufbringen können? Nee, aber diese ganze Abwicklung muss doch über die Bank so, wenn eine neue Staatsanleihe platziert wird es eben über große Geschäftsbanken platziert. Eins muss man vielleicht auch noch ergänzen, wenn dann die Geschäftsbank ihre Staatsanleihe weiter veräußert an Thorn und Taxis oder so, dann findet auch wieder eine Geldvernichtung statt. Das muss man schon einschränkend sagen. Allerdings ist es ja so, dass der Großteil der Staatsanleihen wird eben von Banken gehalten. Insofern findet zwar eine kleine Relativierung dieser Geldschöpfung statt, dadurch, dass bestimmte Staatsanleihen eben dann auch wieder fließen an Privatpersonen, Geld vernichtet wird, aber eben das ist nicht der überwiegende Teil. Okay, dann der Herr von der Presse, diesmal richtig sozusagen. Ich bin ja hier in so einer Art unfreiwilligen Doppelfunktion, aber zu Ihrem Vortrag.
wenn Sie die Dogmatiker in Anführungszeichen für das Vollgeldsystem gewinnen wollen, sollten Sie vielleicht sie nicht so angreifen indirekt oder sich halt lustig machen oder es einfach nur als Dogma bezeichnen, weil es gibt doch gute empirische Gründe, historisch, also in der Geschichte ist es sehr oft vorgekommen, dass eben die monetäre Staatsfinanzierung sehr unschön ausgegangen ist. Inwieweit ist es wirklich, also sehen Sie das wirklich als Dogma? Sie kennen doch auch die Gegenargumente, die sind doch nicht alle aus der Luft. So ein Vortrag soll ja auch wirklich spannend sein, die Leute sollen nicht einschlafen. Und deswegen eine gewisse Zuspitzung, finde ich, gehört dazu. Wenn ich das als Dogma bezeichne, meine ich das in gewisser Weise natürlich durchaus ernst. Weil diese Situation, die wir gerade haben in der Euro-Krise, da muss man sich natürlich schon fragen, wieso ist ein Weg verbaut und der andere ist möglich? Also klar. Ich finde, wenn man dann feststellt, darüber wird nicht mal vernünftig diskutiert, sondern derjenige, der das halt mal so anregt und die Diskussion einbringen möchte, der wird halt eher so ein bisschen angeschaut, als wäre er ein Ketzer, dann ist das keine freie Diskussion. Da kann man schon sagen, diese Frage ist einfach ganz, ganz kritisch und tabu belastet. Und ich denke mal, es sollte keine Tabus, es sollte keine Dogmen geben. Ich möchte niemanden angreifen, das ganz indirekt unterstützen, weil es wird immer gesagt, dass eine Staatsfinanzierung immer schlecht sei. Aber Sie müssen mal sehen, in der Zeit Benjamin Franklins, als die Kolonie gegründet wurde, hatte man eine Staatsfinanzierung, das war ein super System, sonst hätte man das gar nicht hingekriegt. Der Greenback, der US-Dollar, ist als Papiergeld gegründet worden, eine fünfjährige, sehr erfolgreiche Papiergeld-Staatswährung, die so erfolgreich war, dass sie zu einer Weltwährung wurde. Und heute wird immer gesagt, Papiergeld-Staatswährung, also das Gegenteil ist der Fall. Es ist im 12. Jahrhundert war England deshalb so weit, weil die eine Staatsfinanzierung hatten und deshalb hatten die diese 100 Jahre voraus. Und wir hatten keine Staatsfinanzierung in diesem Sinne und das muss man einfach mal heute auch neu bedenken. Das sind auch Dogmen, die auf dieser Seite eine Rolle spielen, die wir auch überwinden müssen. Also seriöse Ökonomen sehen natürlich auch die Ausnahmen, wo man es zeitweise zulassen kann, auch aus konjunkturellen Gründen oder eben geldpolitischen. Und dann ist auch mal schnell mit dem Inflationsargument bei der Hand, das wird immer sehr vorschnell rausgeholt, wenn man sich das mal dann genau anschaut. Vorhin wird ja auch das Beispiel John Law angeführt, aber da ist das halt eben auch nicht richtig praktiziert worden. Es war wohl der Duke d'Orléans, der halt das er damit missbraucht hat quasi und da einfach tatsächlich zu viel imitiert hat. Und so soll es natürlich nicht sein. Okay, dann Klaus, du warst ja nicht. Ja, es gab mal einen deutschen Politiker, der hat das mal gefordert. Also der die Staatsfinanzierung, das war Klaus von Domani in Hamburg. Und hat da offensichtlich eine ziemlich blutige Nase geholt. Und ich glaube tatsächlich, in dem jetzigen System, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, die ausschlaggebende Schwierigkeit. Wenn man über der Staatsfinanzierung Reserven in Umlauf bringt und die dann zu den Geschäftsbanken wandern, dann ist es nicht nur eine einfache Geldschöpfung auch bei den Geschäftsbanken, sondern das kann die wieder multiplizieren. Ja, und damit würde man dann eben eine Dynamik in Kraft setzen. Im gegenwärtigen System. Im gegenwärtigen System, die tatsächlich schwierig einzuschätzen wäre. Ja. Das würde ich bezweifeln, weil das würde dann wieder von diesem Multiplikator-Effekt ausgehen. Also da dreht man das wieder rum. Weil die Frage ist, wenn ich jetzt auch sehe, was macht die EZB, wenn die mal 500 Milliarden Euro in Banken zur Verfügung stellt, wie das heute der Fall ist, ja, das ist gleich. Dann passiert eigentlich gar nichts. Es passiert ja nichts an zusätzlicher Geldschöpfung. Es wäre ja gewünscht eigentlich jetzt in einer Situation, dass die Banken wieder Kredite vergeben und also Geld schöpfen auf dieser Basis. Aber es passiert ja nicht. Also ich denke, dieser Zusammenhang zwischen Zentralbank oder Geldbasis, Zentralbankgeld und Geldbasis und der gesamten M1-Geldmenge, das wird immer wieder verdreht, wenn man von der Perspektive der Zentralbank einnimmt. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist es genau wie ein Argument für das, was Sie gesagt haben. Das funktioniert eben nicht. Ich stimme Ihnen zu, das ist mein Argument, die werden mit dem Vollgeld, was sie von der Zentralbank kriegen, gar nichts anfangen können. Das ist das, was Sie gerade bestätigt haben.
dann hat Charme jetzt auch stellen. Das wird ja auch gelagert. Nochmal aufgreifend, die Aussage zu einem Nebensatz gekommen ist, wahrscheinlich basiert der 123, also das Verbot der Staatsfinanzierung, auf der Annahme, dass die Geschäftsbanken keine Geldschöpfung aus dem Nichts betreiben. Lässt sich das irgendwo entnehmen in den, wie auch immer, Materialien dieser Regelung? Ja, bin ich überfragt. Das wäre sehr interessant. Das wäre in der Tat interessant. Das wäre auch sowieso interessant, zum Beispiel auch mal das KBG darauf zu überprüfen, ob man diese Frage gesehen hat, als das KBG entstanden ist in den 30er Jahren. Hat man diese Frage wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil das noch nicht in, das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gedrungen war, dass es überhaupt diese Giralgeldschöpfungsproblematik gibt. Ja. Das ist bei vielen Gesetzen so, auch dieser 488 BGB, das ist ja mit der Kommentierung im Parlament, das ist ja auch total spannend. Also hat der Gesetzgeber des BGB, der ging natürlich auch von einem exogenen Geldsystem aus, als er seine Normen da sich ausgedacht hat. Und ja, es ist wohl wahrscheinlich auch so, dass das mindestens mal offiziell noch nicht mal als Wissen bei Vorständen deutscher Großbanken vorhanden ist. Ich habe nämlich mir erlaubt, in einer öffentlichen Veranstaltung den Herrn Andrew Jai zu fragen, ob denn die Deutsche Bank Geldschöpfung aus dem Nichts betreibt. Ja. Das hat er abgeleugnet. Von der Elite, die da versammelt gewesen ist. Das Gegenstück wurde auch mal damit konfrontiert. Ja. Also in einer anderen Weise. Und der hat dann zu dem betreffenden Frager gesagt, nee, so wie Sie es darstellen, so funktioniert das nicht mit dem Geld bei der Bank. Das geht anders. Und woraus ich gefolgert habe, dass zumindest Fitschen weiß, wie das mit der Giralgeldschöpfung funktioniert. Ja, der wird das wissen, der Herr Schein wird das mit Sicherheit auch wissen. Ja. Aber das ist also ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass man mal herausarbeitet, auf welchen Annahmen denn bestimmte Regelungen beruhen. Ganz genau. Ja. Das wäre auch sehr, sehr spannend. Und ich denke auch für die Monetative eine echte Herausforderung, ja, um mal da so ein paar Schwachstellen herauszuarbeiten. Also Ackermann weiß Bescheid, das kann man seiner Promotion entnehmen. Also ich habe ja bei Lebenswanger promoviert. Ja, genau. Ja. Und man kann das Wissen natürlich so oder so einsetzen. Ja. Herr Glörtchen, bitte. Ganz kurz, bei der Frage der staatlichen Giralgeldschöpfung muss man immer unterscheiden zwei Dinge. Erstens, wer entscheidet über die Menge, die geschöpft wird, und wer bekommt den Vorteil aus der Geldschöpfung. Und das wird immer vermischt. Ja. Beim Vollgeld ist es sehr klar geregelt, entscheidet die Monetative unabhängig über die Menge, aber der Vorteil kommt dem Staat zu. Und in der öffentlichen Diskussion wird unter staatlicher Geldschöpfung immer verstanden, ja, der Staat entscheidet, die Regierung macht die das Regierung Geld. Macht das Geld. Und dadurch hat sie auch quasi den Vorteil. Das heißt, das muss man immer streng auseinanderhalten. Und die zweite Anmerkung ist, in Amerika mit dem Dollar passiert ja die staatliche Geldschöpfung. Sie passiert nicht in der Form, dass der Staat direkt schöpft, aber de facto von der Notenbank, von der Fed, mehr oder weniger zinsfrei, mehr oder weniger nicht rückzahlbare Kredite bekommt, was faktisch identisch gleich ist, wie wenn der Staat selbst das Geld schon. Wir haben aber keine EZB, sondern die haben nur Nationalbanken, die zu einem Federal zusammengeschlossen sind. Ist egal, aber faktisch ist es so, dass dort die Fed dem Staat langfristige, praktisch nicht rückzahlbare, praktisch zinsfreie Kredite gewährt, und das ist identisch äquivalent in der Auswirkung als wie direkte staatliche Geldschöpfung. Wieso sind die zinsfrei? Bitte? Wieso sind die zinsfrei? Ja, die sind eben sehr günstig. Viel günstiger. 0,5. Ja, viel günstiger, als wie wenn sich der Staat der Bank refinanzieren muss. Ja, aber die FED, hinter der ja etliche Privatbanken stecken, erhalten einfach regelmäßig einen Zins. Aus den anderen. Ja schon, aber die Zinsen, die FED bekommt, sind 0,5%, also ganz wenig. Würde sich der amerikanische Staat am freien Markt finanzieren müssen, würde er, ich weiß nicht, 3, 4
Prozent bezahlen müssen. Das ist ja genau das, dass er sich eben so günstig finanziert, dass wie sonst die Banken sich aus der Giralgeldschöpfung finanzieren. Aber Herr Götz, der kriegt in Amerika Giralgeld. Das ist es, der Staat kriegt Giralgeld. Aber es wäre noch mehr, wenn das egal, ob er eine Forderung an die Zentralbank kriegt oder eine Forderung an die Bank kriegt, das ist de facto egal. Weil die Banken können das in ihrer Bilanz ausmachen. Ja. Also das bis 1945.